Warehouse, Lagerhaus, alles klar. Dann wollen wir mal. War das denn? War das schon immer zu? Ja, stimmt. Ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen schneller zu machen. So, wir haben uns ziemlich lange mit Kleinigkeiten aufgehalten und so weiter. Ich habe die Umgebung und die Grafik ein bisschen bestaunt und alles. Das sollte man nicht unbedingt machen. So. Oh, auch keine. Wow. Ich habe irgendwie. Ach, Dreck. Ich habe irgendwie echt keine Munition mehr. Das ist zum Kotzen. Das. Und mit der Axt, das ist immer so verdammt gefährlich. Okay, jetzt nicht. Das brauchen wir nicht. Und da ist auch nichts. Das hin. Da kommt man von links wieder rein, deswegen denke ich mal, können wir hier jetzt erstmal durchsuchen. Hey, in einem Lagerhaus oder in einem Büro gibt es Munition. Wunderbar. Auch. Und Granaten! Na. Nix. Alles leer. Gut. Weiter geht's. Nichts, nichts. Ein Radio. Mitten auf dem Stuhl. Warum auch nicht? Folks, we have some fantastic news for you. Ja, schieß mal los. Kaufmann, the man overseeing much of the work in the City of the Living, has just informed us that an evacuation effort will begin shortly. People interested in moving to the fortified city should make their way to the Jared Smith Center for the Performing Arts. We'll keep you posted as more details come in. Alles klar, Mr. Kaufman, den jeder, der den Land of the Dead Film auch gesehen hat, kennen wird, der hat halt gesagt, hier Leute, ihr könnt in die City of the Living kommen und da ist ein Krabbler, ein Huscher. Für die Evakuierung müssten wir allerdings in das Jared Smith Center. Das war, glaube ich, das Theater oder so und hab ihn erwischt. So, wir müssen also irgendwie zur Polizeistation, aber auch zum Theater. Mal schauen, wohin uns das Spiel führt. So, wir sind wieder draußen. Das. Keine Ahnung. So. Ich höre sie. Wo? Ja. Und einer dampft so komisch. Das wo? Okay, also die dampfen oder rauchen oder keine Ahnung, entfahren lassen haben, was weiß ich. Das sind auf jeden Fall, da ist noch einer. Das sind auf jeden Fall die, die auch fuck explodieren. Und ja, die hat Probleme. Da, wow, kotzen können sie. Das ist, da kommt die Sau von hinten, ich glaub's nicht. Ah, okay, aber wir haben ja gespeichert. Es ist echt alles leer. Also ich kann nur noch mit meiner scheiß Axt hier rumhantieren. So, es kommt zwei von drinnen. Und es kommt einer von da. Oh, für das 22er Gewehr. Habe ich noch Munition. Beeil dich. Er kommt und er kotzt. Alles klar. Also dieser grüne Schleim, das ist das. Und der explodiert. Hat mich nicht getroffen. Der war gut. Und, Opa kommt auch noch. Und. Oh, das wird knapp. Ich sollte, glaube ich, die zweite Attacke lieber immer nehmen. Den reißt den Gegner auch zu Boden. Und komm! Noch ein Opa. Und scheiße! Oh Mann! Aber habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Oh. So, das laden wir mal besser gleich nach. Ja. Die Maus ist gerade ein bisschen schnell, so. Dann mache ich erstmal die fertig, weil da raucht einer. Oder er dampft. Es ist ein Explosionszombie. Fuck. Was mir gerade einfällt, diese Explosionszombies, das ist ja dann irgendwie, kommt einer ja so ein bisschen vor,
als hätte hier, na, wer hat das noch gleich? Heißen die Well? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Als hätten die bei ihrer Entwicklung von Left 4 Dead sich gedacht, hey, nehmen wir einfach mal eine Idee aus einem Low-Budget-Spiel. Und ich bin schon wieder tot. Verfickte Scheiße! Das war nur der Tisch, also keine Sorge. Molotov-Cocktails habe ich auch noch. Und so, Shotgun. Ich habe endgültig genug von dieser Scheiße hier. Bin zwar sowieso schon ziemlich am Arsch, was Munition angeht, aber ich werde jetzt gleich meine Schrotflinte benutzen. Okay, es könnte ein bisschen mehr splattern, statt nur irgendwie ein Arm weg oder so. Ey! Das ist wieder so eine Scheißstelle, wo... Open the... super! Das sagt er mir jetzt, wo ich direkt vorm Tor stehe, dass ich dieses Tor aufmachen muss. Ich dachte erst, ich muss hier wieder alle erstmal abschlachten, bevor ich überhaupt weiterkomme und die Oma ist down. Nee, ist sie nicht. Aber egal. Molotov-Cocktail, okay, den muss ich jetzt gezielt einsetzen, damit ich mich nicht selber verbrenne. Noch nur Oma. Und ich habe noch Schrotflinte. Zack. So, der Opa, der brennt und hat nur noch ein Bein. Die Oma ist tot und ich habe noch einen Schuss in der Schrotflinte und ich muss sie perfekt vorab kriegen und sie sind alle down. Speichern. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das heute wieder dramatisch, oh mein Gott. So. Schrotflintenmunition, hey, die können wir gut gebrauchen. Was zum... Stirb! Tür. Stirb, du verdammte Tür. Nein, das war ein richtiger Fehlschuss. Ein Fehlschuss, der mir nicht hätte passieren dürfen. Ich habe 3 Schrotflintenpatronen noch und ansonsten nur noch... explosionsfähige Dingenskirchens. So Granaten und Molotov-Cocktails. Und die sind im Nahkampf extrem scheiße. Und die Axt, die wird auch irgendwie, keine Ahnung, wie Rama richtig Porno und jetzt ist es irgendwie nichts mehr. So, Schrotflinte offiziell alle. Die Axt habe ich schon. So, 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 so. Schloss ist zugepackt, bla bla bla. Und jetzt alle im Chor. Okay, das war low. Selber Sound, selber Animation. Mensch, Mensch, Mensch. Liebe Entwickler. Ein bisschen Individualität wäre doch super. Okay, keine Gegner. Wieder ein Rohr, aber ich behalte die Axt. Oder? Ja, so, das ist die verschlossene Tür. Gut. Ich glaube, wir sind jetzt im Lagerhaus angekommen. Also, das ist ein Huscher unten. Wow, der war nicht schlecht. Der war gut. Und du auch noch, und du jetzt auch. Und das gibt's doch nicht, ach nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich schneide jetzt den Scheiß und Lecco Mio und... Und jetzt ist Wochenende und jetzt chill ich und... Irgendwas, ich weiß nicht. Ach, einfach... Nee, echt... Ihr werdet sehen, was passiert. Ich werde auch sehen, was passiert. Ich werde sehen, was mich noch dazu bringen wird, dieses verdammte verschissene Spiel noch zu Ende zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Cut!